Morgen Leute, grüß euch. Heute ist der 22.11.2018 und es ist jetzt gerade kurz nach 6 Uhr in der Früh. Bin schon früher aufgestanden heute. Und heute nehme ich euch mit auf dem Edelweiß Lana. Wünsche euch viel Spaß. Kommt mit. Immer mit dem Rucksack. Guten Morgen nochmal. Jetzt bin ich da in Hintersee. Das ist in Ramsau bei Berchtesgaden und wir stehen am Parkplatz 4. Das Panorama, das ihr vorher gesehen habt, das war die Reiteralpe da. Und ich bin da schon oft in der Gegend gewesen, war allerdings noch nie oben auf der Reiteralpen und darum habe ich mir jetzt vorgenommen, dass ich da mal raufschaue. Mein Ziel ist eigentlich nur der Edelweiß Lana. Es gab auch oben eine größere Runde, mir geht es aber den letzten Tag nicht so gut. Dann gebe ich mir mal mit dem zufrieden, vielleicht kann ich mehr machen. Das sehe ich mir eh noch. Und jetzt zeige ich euch da noch, es gibt da einen Parkautomaten. Im Endeffekt, wenn man einen Tag parkt, dann kostet das 7 Euro ohne Gästekarten. Und ja, ich selber, ich habe so einen Jahresparkschein, der gilt ein ganzes Jahr und das kostet mir das Parken halt nichts, aber die Jahreskarten kosten ungefähr 30 Euro oder 35, ich weiß jetzt nicht mehr genau. Wenn man öfter da ist in der Gegend, dann zahlt sich das aus. Auf jeden Fall, jetzt gehen wir da rauf. Ja, ihr seht es, der erste Weg führt uns Richtung Halsalm. Und das ist der Viere. Man biegt da unten dann gleich einmal links ab, kommt da rauf, Halsalm angeschrieben, da 1,5 Stunden. Da geht es jetzt in den Wald rein. Ja, ich habe mich vorher ein bisschen verkoffert, habe mein Handy nicht dabei und GPS habe ich auch keins eingespeichert. Lerneffekt für die Zukunft. Auf jeden Fall vorher war mal ein Schüdel. Groß links, 45 Minuten zur Halsalm angeschrieben ist und rechts zurück, weiß ich jetzt noch nicht genau. Auf jeden Fall glaube ich, dass ich bei dem Weg rechts abbiegen habe müssen. Das habe ich nachher noch gemacht. Und jetzt seht ihr da draußen eine markante Weggabelung und da bin ich jetzt dann nach links abgebogen in den Wald rein und dem Weg folge ich jetzt dann einmal. Schauen wir, wo ich hinkomme. So Leute, die Richtung stimmt auf jeden Fall. Da hinter mir sehe ich das Hochkaltermassiv. Da habe ich ja schon ein paar Mal eine Tour aufgemacht. Ich verlinke euch im Video. Ich verlinke euch mal eine Tour, wenn ihr es anschauen wollt, in Hochkalter. Und der Steig geht da so weiter. Und wo ich rauf bin oder wo ich rauf muss, das weiß ich vom letzten Mal nicht. Sehen wir dann. So Leute, jetzt bin ich so auf 1330 Meter, kurz unter dem Wandfuß. Und ich habe da jetzt einen Felsen gefunden. Das ist jetzt an ungefähr 350 Höhenmeter. Oberhalb von dem Abzweiger und auf den Felsen mache ich es mir jetzt gemütlich und tue mal ein bisschen frühstücken.
So Leute, von da unten hinter mir durch die Rinn bin ich aufgekommen und jetzt gehen wir da weiter. Schauen wir, wo uns der Steig hinführt. Ja, neben mir seht ihr es, der Steig ist gut markiert. Es ist zwar nichts angeschrieben, aber ja, schön markiert. Da wo ich jetzt stehe, da trennt sich der Weg. Da vorne bei den Bäumen ist gestanden Leiter und Platte. Ich gehe davon aus, dass da links rauf zur Leiter geht und da rechts zur Platte. Ich gehe jetzt einmal da links und schauen wir das einmal an. Ja, ich bin jetzt da, wo es zur Leiter geht. Da sieht man, da ist es versichert. Und da oben seht ihr es, da ist die Leiter. Über die geht es jetzt rauf. Ich weiß echt nicht, ob mir das auf den Edelweißlaner führt. Schauen wir einfach einmal, ich gehe jetzt an. Ja Leute, jetzt stehe ich mitten in der Latschen. Ich glaube, ich bin zwar überhaupt nicht da oder nicht da gegangen, wo ich vorgehabt habe, dass ich gehe. Aber es ist mir egal, es ist wunderschön und es ist cool. Und mir dachte sowieso immer irgendwie was Neues ausprobieren. So, eins ist einmal definitiv klar, auf der Reiteralpen bin ich herum. So schaut es da aus. Und das ist echt wunderschön. Da hinten bin ich jetzt hinaufgekommen, weil das ist nicht mehr bis zum Gipfel. Da unten seht ihr den Hintersee und Ramsau. Und da vorne ist der Gipfel. Mal schauen, ob es der richtige ist. Jetzt bin ich kurz davor, meinen ersten Gipfel in den Reitersteinbergen zu besteigen. Schauen wir gleich einmal, wie der da heißt. So schaut es da aus da herum. Und? Oh! Schaut einmal. Edelweiß-Lanerkopf. Großartig, genau da wollte ich her. Zwei über andere Routen, aber das gefällt mir. Und weil es mir so gut gefällt, werde ich mich jetzt und kurz niedersetzen, einmal ein bisschen eine Pause machen. Und es schaut auch sehr verlockend aus da oben. Ich glaube, ich reise nachher da weiter und nehme euch mit. In dem Sinn, so, jetzt eine Pause, ciao. Ja, kurz nach dem Gipfel. Nehmen wir dann eh schon zu einer Weggabelung. Schottmalhorn und Reiter Stornberg. Da müssen wir jetzt da so viere. Da gehen wir jetzt zur Traunsteiner Hitten runter.
Wunderschöne Hochgebirgslandschaft. Wunderschöne Wanderung. So richtig schön frei ist da. Und man hat dauernd den Hochalpensturm im Blick. Das ist schon einfach nur herrlich. Ab in die Sonne. Nächstes Ziel da vorne. So, gleich geschafft. Schottmalhorn. 2000 und ein paar zerquetschte. Da waren wir herum, 2048. Genial. Ja, und da vorne geht es jetzt dann irgendwie weiter für mich. Da herum hat man fast ein bisschen das Gefühl, man ist in Star Trek, Raumschiff Enterprise oder so. Unendliche Weiten hinter mir. Ziemlich schwer gewesen, da den Weg immer zum halten, auch wenn er mehrerlei markiert ist. Jetzt bin ich wieder irgendwie unmarkiert unterwegs. Aber ich habe jetzt dann endlich wieder ein Schüdel gefunden. Und da schaue ich jetzt an, wo ich bin. Ja, und wo ich hin muss. Jetzt sind es 1:30 und es wird schon relativ früh finster. Also war es nicht schlecht, wenn da jetzt irgendwie eine Möglichkeit zum Abstieg ins Tal bestehen würde. Schauen wir mal. Okay. Hintersee über Böselsteig. Wow, und wir sind jetzt an einem Reiter Steinberg herum. Hey, fest cool. Ja, dann würde ich sagen, Leute, das war's da herum von mir einmal vorerst. Und ich gehe da jetzt dann über den Böselsteig runter. Schaut einmal die fetten Doline. Gelände da, ja, super optimal. Es liegt ziemlich viel Steine drinnen und ja, es ist so leicht zum Abkraxeln, maximal. Also Gelände. Ja, also dass der Weg schwarz ist, das nehme ich jetzt definitiv einmal zur Kenntnis. Jetzt sind es wieder so Plattenstelle, maximal unser Gelände und da sieht man raus Richtung Göll. Ja, schaut mal, was ich da gefunden habe. Eine Gamsei.
Finally! Jetzt habe ich schon geglaubt, ich muss zur Halsalm rauf. Aber ich habe Glück gehabt. Ich bin am Wegweiser angekommen, Hintersee. Perfekt. So Leute, das war wirklich perfekt getimt. Vorne ist der Parkplatz durchgestrichen. Und ich muss dann nach unten mit dem Weitplatzfuß. Und bin dann im Sonnenlicht da unten oder im Tageslicht. Ja, ich hätte mich eigentlich schon auf Stirn eingestellt. Aber super, dass es so gegangen ist. Perfekt, cool. Ich hoffe, dass es euch gefällt. Wenn es euch gefällt, bitte wieder Daumen rauf. Gerne könnt ihr auch meinen Kanal teilen, abonnieren, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Ja, und in dem Sinn sage ich einfach einmal bis bald. Pfiat euch, habe die Ehre. Schön, dass ihr dabei wart.